Gehetzter Kanzler. Kohl lässt Bergbaugipfel platzen. Gebeutelte Truppe. Der Bundeswehr geht das Pulver aus. Geklauter Stein. Die Römer rücken einen Obelisken raus. Dienstag, der 11. März. Es ist 19.30 Uhr. Die Pro7-Nachrichten mit Wolfgang Klein. Wir sind das Volk, riefen die Demonstranten, wie in jenen Tagen, als die marode DDR dem Untergang entgegentaumelte und Kohl muss weg. Doch Bonn ist nicht Leipzig und Kohl nicht Krenz. Wutschnaubend ließ der Kanzler die für heute geplanten entscheidenden Gespräche über die Bergbausubventionen ab. Unter dem Druck der Straße werde er nicht verhandeln. Guten Abend, meine Damen und Herren, Hans-Peter Hagemess und Alexander Privitera über einen ziemlich heißen Tag in Bonn.